Für das Wochenende mache ich heute eine Aprikosentarte mit Guss. So, der Teig hat jetzt eine halbe Stunde geruht. Hier habe ich ein Stück Tonkabohne. Das zerreibe ich jetzt mit etwas Zucker. Das Ganze kommt dann in den Guss. Und die zerriebene Tonkabohne. Die letzten 10 Minuten habe ich noch die Mandelblättchen dazu getan.